In der heutigen Folge von Untermenschen beschäftigen wir uns mal mit der Gattung der Attention Whores. Der Begriff Attention Whore stammt aus dem Englischen und bedeutet grob übersetzt Aufmerksamkeitshure. Und nein, ich rede jetzt nicht von der Sorte Mädchen, die es auf jeder Party mit einem anderen Typen treibt, um sich so in den Mittelpunkt des Geschehens zu rücken, sowas nennt man schlichtweg einfach nur Hure, sondern ich rede von einer ganz besonderen Gattung des Untermenschen, welche ihr Unwesen auf Social Media Plattformen wie zum Beispiel Facebook treibt. Ihr wisst nicht genau, wovon ich rede, hier mal ein kurzes Beispiel. Ich komme mir vor, ich werde nur hängen gelassen. Was ist mit dir los, Bro? Ach, ist gut, okay. Lass mal bitte. In diesem Beispiel schreibt unsere kleine Attention Whore, bei der es sich sicherlich nicht um MCM handelt, dass es ihr so unglaublich schlecht geht und sie nur hängen gelassen werden würde, was dazu führt, dass andere möchtegern soziale Menschen nachfragen, was denn los sei, nur um dann weiterhin antworten zu können, es ginge sie nichts an. Wenn man nicht über seine Probleme reden möchte, wieso zur Hölle postet man so eine Scheiße dann bitte? Ganz einfach, Attention Whores sind, wie es der Name schon sagt, einfach nur aufmerksamkeitsgeil und stets auf der Suche nach Selbstbestätigung durch andere. Sie posten Sachen wie, ich bin voll hässlich, nur um nach Komplimenten zu fischen. Das heißt, sie wissen in den meisten Fällen, dass sie gar nicht so hässlich sind, posten es dann aber trotzdem, damit möglichst viele Leute aus der Freundesliste schreiben, nein, du bist voll hübsch, Herzchen. Durch diese Antworten ist das Selbstwertgefühl bei unserer Attention Whore dann wieder für ein paar Stunden aufgebaut, bevor der nächste melodramatische Status gepostet wird. Doch was kann man gegen solche Untermenschen unternehmen? Hierfür gibt es drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1. Solltet ihr einen Post wie alles ist scheiße lesen, löscht ihr die Person einfach aus eurer Freundesliste und ihr müsst euch diesen Scheiß von nun an nie wieder geben. Möglichkeit Nummer 2. Wenn jemand einen Beitrag schreibt, wie zum Beispiel ich bin nur hässlich, antwortet ihr einfach mit stimmt. Die Attention Whore wird sich jetzt entweder über euch aufregen und euch aus der Freundesliste werfen, oder sie macht den Amanda Todd und gönnt sich eine Packung Bleichmittel. Wie dem auch sei, Problem gelöst. Oder ihr nehmt Möglichkeit Nummer 3 und überlasst mir einfach das Reden. Wie? Ganz einfach. In der Videobeschreibung habe ich euch ein nicht gelistetes Video verlinkt. Kopiert den Link des geposteten Videos einfach und postet ihn der Attention Whore in die Kommentarbox unter dem nervigen Status. Ich habe dem Video einen extra schönen Titel gegeben, damit ihr euch sicher sein könnt, dass unsere kleine Attention Whore ganz sicher auf den Link klickt. Alles, was ihr jetzt noch machen müsst, ist ihr euch zurückzulehnen und die Show zu genießen. Viel Spaß!